Märchenzeit. Guten Tag, ich bin Jakob, Jakob Grimm. Zusammen mit meinem Bruder Wilhelm sind wir die Brüder Grimm. Wir haben ganz viele Märchen für euch gesammelt und aufgeschrieben. Heute sind wir in Steinau an der Straße. Das ist die Stadt unserer Kindheit. Ich habe euch doch in den vergangenen Folgen öfters mal von dieser Via Regia erzählt, dieser alten Handelsstraße. Via Regia heißt der Königsweg oder die Königsstraße. Diese Straße führte von Leipzig nach Frankfurt oder von Frankfurt nach Leipzig, wie ihr wollt. Das sind diese zwei großen Messestädte. Und hier in Steinau haben sich viele Handwerker angesiedelt. Unter anderem natürlich auch viele Töpfereien, weil hier konnten sie ihre Waren ganz schnell an ihre Kunden bringen. Damals gab es 44 Töpfereien in dieser kleinen Stadt. Bis heute haben sich einige Töpfereien gehalten. Heute bin ich zu Besuch in der Töpferei von Steffi Herz. Und der schaue ich mal über die Schulter. Entschuldigung, Frau Herz, darf ich Sie stören? Ja. Was machen Sie da gerade? Ich drehe Tassen. Toll. Und dabei dürfen Sie Ihre Hände so richtig schön einmatschen? Ja. Für uns Kinder ein Traum. Ja, und kann man sagen, dass Sie so richtig märchenhafte Keramik hier herstellen? Hier in Steinau auf alle Fälle. Großartig. Ja, apropos Märchen. Aus dem Grimms Märchenreich im Schloss Philippsruhe in Hanau erzählt euch Christa Serfling das Märchen von Frau Holle. Viel Spaß. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine hübsch und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die faule und hässliche viel lieber, weil es ihre rechte Tochter war. Die andere musste alle Arbeiten verrichten und war das Aschenputtel im Hause. Sie musste sich jeden Tag in einer belebten Straße an einen Brunnen setzen und spinnen, bis ihr das Blut aus den Fingern rann. Nun trug es sich zu, dass eines Tages die Spule ganz voll Blut war. Das Mädchen beugte sich in den Brunnen und wollte die Spule abwaschen. Dabei sprang sie ihr aus der Hand und fiel in den Brunnen hinein. In ihrer Not ging sie zu ihrer Stiefmutter und erzählte ihr von seinem Missgeschick. Die Stiefmutter war so unbarmherzig und schalt das Kind: Hast du sie hineinfallen lassen, so hol sie auch wieder heraus. Das Mädchen ging zurück zu dem Brunnen. Es wusste gar nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensnot sprang es in den Brunnen hinein. Es wurde ohnmächtig. Und als es wieder erwachte und zu sich selber kam, da lag es auf einer wunderschönen Wiese, wo die Sonne schien und tausend Blumen blühten. Es erhob sich und ging auf der Wiese weiter. Es kam zu einem Backofen. Das Brot darin rief: Zieh mich raus, zieh mich raus! Ich bin längst ausgebacken, sonst verbrenne ich. Da nahm das Mädchen den Brotschieber und zog nach und nach das Brot heraus. Und dann ging es weiter. Es kam zu einem Apfelbaum. Der rief: Rüttel mich und schüttel mich, meine Äpfel sind alle schon reif. Da trat das Mädchen hinzu und rüttelte das Bäumchen, und die Äpfel fielen herab wie Regen, und es schüttelte so lange, bis kein Apfel mehr oben war. Dann legte sie die Äpfel zur Seite und ging weiter. Sie kam zu einem kleinen Häuschen, da schaute eine alte Frau heraus. Und weil sie so lange Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst. Die alte Frau aber sagte: Liebes Kind, fürchte dich nicht. Wenn du bei mir bleiben willst, so soll es dir bei mir gut gehen.
Du musst nur kräftig meine Betten schütteln, sodass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Und weil die Alte so lieb zu dem Mädchen sprach, da nahm sie sich ein Herz und verdingte sich in deren Dienst. Sie erledigte alle Arbeiten zur Zufriedenheit von der Frau Holle und vor allen Dingen, sie schüttelte kräftig die Betten, sodass die Federn flogen wie Schneeflocken. Und dafür hatte sie es gut bei der Frau Holle. Es gab kein böses Wort und jeden Tag Gesottenes und Gebratenes. Nun war das Mädchen schon einige Zeit bei der Frau Holle, als es plötzlich traurig wurde. Es wusste selbst nicht, was es war. Doch dann merkte es, dass es Heimweh ist. Und es ging zur Frau Holle und sagte, ich habe den Kummer nach Haus gekriegt. Obwohl es mir hier unten bei dir tausendmal besser geht als oben auf der Welt, so will ich doch wieder zu den Meinigen. Das gefällt mir, sagte die Frau Holle, dass du wieder nach Hause willst. Und sie nahm sie bei der Hand und führte sie zu einem Tor. Und als sie gerade darunter stand, da regnete es Gold herab. Und das ganze Gold blieb an ihr hängen. Das ist der Lohn für deine Arbeit, sagte die Frau Holle. Und sie gab ihr auch die Spule zurück, die in den Brunnen gefallen war. Dann schloss die Frau Holle das Tor hinter ihr zu und das Mädchen stand wieder auf der Erde, ganz nahe bei seiner Mutter Haus. Und als sie auf den Hof ging, da krähte der Hahn vom Brunnen, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Und sie ging hinein in das Haus zur Mutter und zur Schwester, und weil sie so mit Gold behangen war, da wurde sie von den beiden gut aufgenommen. Und sie erzählte alles, was ihr begegnet war. Nun wollte die Mutter der Faulen das gleiche Glück verschaffen. Und so musste sich diese an den Brunnen in der belebten Straße setzen und spinnen. Doch damit die Spule blutig wurde, stach sie sich in den Finger und stieß ihre Hand in eine Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang gleich hinterher. Auch sie wurde ohnmächtig und sie erwachte auf der gleichen Wiese wie die Schwester vor ihr. Sie erhob sich und ging den gleichen Pfad wie die Schwester und sie kam zu dem Backofen und das Brot rief wieder, zieh mich raus, ich bin schon längst ausgebacken, sonst verbrenne ich. Da sagte die Faule, puh, da könnte ich mich schmutzig machen und sie ging weiter. Sie kam auch zu dem Apfelbaum, der rief wieder, rüttel mich und schüttel mich, meine Äpfel sind längst alle reif. Da sagte sie, du kommst mir vielleicht recht, da könnte mir einer auf den Kopf fallen. Und sie ging weiter. Sie kam zu dem Häuschen der Frau Holle, doch sie fürchtete sich nicht, denn sie wusste ja, dass die Frau Holle so lange Zähne hatte. Und sie verdingte sich sofort in deren Dienst. Am ersten Tag, da tat sie alles, was die Frau Holle wollte, denn sie dachte an das viele Gold, was sie bekommen würde. Am zweiten Tag allerdings, da wurde es schon weniger. Und am dritten Tage gar, da wollte sie morgens gar nicht mehr aufstehen. Das wurde die Frau Holle bald müde und sie kündigte ihr den Dienst auf. Das war der Faulen nur recht, denn sie dachte, jetzt bekäme sie das viele Gold.
Die Frau Holle nahm sie an der Hand und führte sie wie ihre Schwester unter das Tor. Und als sie gerade darunter stand, da ergoss sich über ihr ein Kübel mit Pech. Und das Pech blieb alles an ihr hängen. Und dann schloss die Frau Holle das Tor zu und das Mädchen war wieder auf der Erde, ganz nahe bei seiner Mutter Haus. Als sie auf den Hof kam, da rief der Hahn vom Brunnen, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Und das Pech blieb an ihr hängen, solange sie lebte. Na, hat es euch gefallen? Also mir schon. Und vielleicht sehen wir uns bald in einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss, bis bald, euer Jakob.